Ja, meine Damen und Herren, in dieser kurzen Vorlesung möchte ich Ihnen das Durchflutungsgesetz der Magnetostatik vorstellen. Das ist ein Gesetz, womit Generationen von Studierenden gequält werden, einfache Berechnungen eines Magnetfelds machen, was meines Erachtens aber relativ wenig praktische und auch relativ wenig theoretische Bedeutung hat. Das also nur vorweg. Ja, das Durchflutungsgesetz. Was haben wir bis jetzt? Ich habe Ihnen in der letzten Vorlesung vorgestellt, dass wir in der Elektrostatik und der Magnetostatik viele, viele, viele Formeln haben, viele, viele Gesetze. Zum einen die klassische Kraftform, das heißt, wir haben in der Elektrostatik das Coulomb'sche Gesetz, in der Magnetostatik das entsprechende Äquivalent mit den Geschwindigkeiten. Hier stehen im Prinzip die Geschwindigkeiten geteilt durch Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Dann haben wir das etwas vereinfacht oder beziehungsweise anders dargestellt, indem wir die gestrichenen Ladungen, also die Kraft erzeugen, zu einem elektrischen Feld und einem magnetischen Feld zusammengeführt haben. Dann haben wir, das war eine andere Darstellung, da behauptet man nun in der Regel, dass es elektrische und magnetische Felder deswegen auch gibt. Dann haben wir, dass diese elektrischen und magnetischen Felder durch Potenziale dargestellt, also durch die Ableitung irgendwelcher Funktionen. Dann kommen wir also auf die elektromagnetische Potentialtheorie. Ja, das war im Prinzip das und das können wir dann dementsprechend so darstellen. Das sind die verschiedenen Formen, mit denen wir das darstellen können. Und jetzt muss man sich überlegen, wie berechnet man denn nun beispielsweise die Kraftwirkung von verschiedenen Ladungen, die sich bewegen, auf eine andere Ladung, die sich bewegt. Und das ist die Grundaufgabe ja der Magnetostatik. Dazu also jetzt in dieser Vorlesung das Durchflutungsgesetz. Ja, schauen wir uns also die Kraft an. Das wäre oder beziehungsweise das sind nun die Formeln der Magnetostatik. Nochmal die Elektrostatik lassen wir an der Stelle weg. Und jetzt möchte ich dieses Kraft- oder dieses Feldgesetz hier einmal für eine Ladungsverteilung darstellen. Haben wir in der entsprechenden Vorlesung auch gemacht. Das heißt, das wäre das Gesetz für eine Ladungsverteilung. So, das ja entsprechend dazu. Ja, und dann haben wir auch schon gelernt, also wenn das eine Ladungsverteilung, Entschuldigung, eine Stromdichte, Ladungsverteilung mal Geschwindigkeit, das ergibt Stromdichte. Das wäre das elektrische Feld einer Stromdichte J' und das müssen wir über den Raum Omega integrieren, über alle Ladungen, die sich in irgendeiner Form bewegen und dann können wir dies auf eine andere sich bewegende Ladung wirken lassen und dann bekommen wir eben die Magnetostatik heraus. So, diesen Term hier hinten, das hatten wir ja auch schon öfters mal gehabt, den kann man darstellen als Gradient. Das heißt, hier steht eigentlich das Abstands 1 durch Quadrat des Abstandes, aber mit einem Richtungsvektor hier. Und das können wir darstellen durch einen Gradienten. Einen Gradienten dieser Funktion, aber mit Minuszeichen davor. Das heißt, wir können das gesamte magnetische Feld auch durch diese Form darstellen und hier steht ein Gradient. Ja, und was wir jetzt machen wollen, ist die Rotation dieses magnetischen Feldes ausrechnen. Was ist denn die Rotation? Und da kommt nämlich etwas sehr Schönes, sehr Einfaches heraus. Die Rotation. Und jetzt ist es wichtig, immer gestrichene und ungestrichene Größen zu unterscheiden. Ansonsten kommt man da durcheinander. Der ungestrichene Abstand, das heißt da, wo sich meine Ladung befindet, die sich bewegt und auf die Kraft wirkt, steht nur hier. Gestrichene Größen, das heißt die Ladungen, die die Kräfte erzeugen, deren Ort steht hier und deren Stromdichte steht hier. So, und wir wollen jetzt am Ort der Beladung, auf die die Kräfte wirken sollen, den Gradient, Quatsch, die Rotation des magnetischen Feldes bilden. Einfach mal testweise die Rotation bilden. Das heißt, wir schreiben hier eine Rotation davor und hier ebenfalls eine Rotation hier vor. Ja, da dieses Integral Omega über die gestrichenen Größen geht, die Rotation aber sich auf die ungestrichene Größe bezieht, können wir die Rotation gleich unter das Integral ziehen. Wenn wir hier die ungestrichenen Größen hätten, dann dürfen wir das natürlich nicht machen. Aber so dürfen wir das machen und ziehen das hier gleich hier runter. Dann haben wir nichts anderes als hier ein doppeltes Vektorprodukt und dieses doppelte Vektorprodukt kann man nach der Grassmann-Identität oder Backup-Regel, wird sie auch manchmal genannt, etwas anders schreiben. Hier haben wir also nochmal unsere Gleichung und die sogenannte BACCAB-Regel besagt nun im Prinzip nichts anderes, als dass wir dieses doppelte Vektorprodukt, was hier drunter steht, in Folgendes zerlegen können. BAC, also B
nach außen, dann A und C, das ist das, also ein doppelter Nabla-Operator hier wirkend auf dieses Größe, so und C, A, B, C, das kommt nach außen und dann kommt Laplace-Operator auf J' gewirkt, das ist das hier, minus C, A, B. Das wäre die Backup-Regel an der Stelle. Und jetzt kommt der wichtige Punkt hier, das ist ja der immer noch der Laplace-Operator, der auf die ungestrichenen Größen wirkt. Der wirkt jetzt hier auf eine gestrichene Größe, nämlich die Stromdichte, die meine Kraft eigentlich erzeugt. Ja, und das ist natürlich 0. Eine ungestrichene Ableitung auf eine gestrichene Größe wirken lassen, das ist 0. Das heißt, dieser zweite Term fällt weg und wir haben hier nur den ersten Term und das ist hier nichts anderes als der Laplace-Operator. Das heißt, die doppelte Ableitung können wir zusammenziehen als d² u nach dx² plus d² v nach dy, d² nach dy² plus d² nach dz² und das ist der Laplace-Operator. Das heißt, insgesamt haben wir das hier stehen. Ja, und das hatten wir auch schon öfters gehabt. Der Laplace-Operator integriert über eine gestrichene Größe J ist nichts anderes als die Delta-Distribution hierüber integriert, über den gesamten Raum integriert. Und wenn wir das hier mit multiplizieren, mit der Delta-Distribution, dann ist das wiederum nichts anderes, als wenn das Integral wegfällt. Und hier haben wir J am Ort, also die Stromdichte am Ort, wo wir den Laplace-Operator, wo wir die Rotation wirken lassen wollen. Ja, und das ist nun das Durchflutungsgesetz. Also diese Kette, dass wir hier einen Laplace-Operator haben, auf den reziproken Abstand wirken lassen, dann daraus eine Delta-Distribution gewonnen, die haben wir schon öfters gehabt, und dann Delta-Distribution integriert über irgendetwas ergibt dann nichts anderes als die Funktion, die hier integriert wird, an diesem Ort. Es wird zwar über die gestrichene Größe integriert, aber wenn wir das hier mit einer anderen Größe multiplizieren, dann ergibt das und integrieren, dann ergibt das diese Größe an diesem Ort. Das hatten wir schon öfters gehabt und dementsprechend kommt das hier raus. Die Rotation des magnetischen Feldes ist nichts anderes als die Stromdichte an diesem Punkt. Das wäre im Prinzip das sogenannte Durchflutungsgesetz. Ja, Durchflutungsgesetz heißt es aber aus einem anderen Grund. Wir können jetzt hier den Stokeschen Integralsatz anwenden. Der Stokesche Integralsatz macht aus dieser Rotation, wir multiplizieren das mit einem normalen Einheitsvektor und integrieren das über eine Fläche, über eine Fläche. So, dann machen wir hier auf der anderen Seite das Gleiche, die Stromdichte mit einem normalen Einheitsvektor multiplizieren und über eine Fläche integrieren. Das wäre der erste Schritt. Und nun kommt im Prinzip nichts anderes heraus hier als an der Stelle, dass Rotation B mal NdA ist nach dem Stokeschen Integralsatz nichts anderes als das Umlaufintegral um diese Fläche herum, die hier eingeschlossen wird. Und das ist dann in B mal ds und das ds läuft um die Fläche herum. Und hier auf der anderen Seite steht die Stromdichte integriert über die Fläche mal der normalen Einheitsvektor der Fläche. Und das ergibt nichts anderes als der Strom, der durch die Fläche läuft. So, und das will ich Ihnen an diesem Beispiel hier erklären. Wenn dieser sternförmige Gebilde im Prinzip unsere Fläche dA ist, dann ist das Umlaufintegral, das geht dann hier auf dieser Kante immer entlang. Immer auf dieser Kante entlang. Das ist das Umlaufintegral. Und die Fläche hier drinne, das ist eben die eingeschlossene Fläche an der Stelle. Und jetzt sagt das Durchflutungsgesetz im Prinzip, wenn ich mein magnetisches Feld in diese Richtung anschaue, B mal dS, also in die Richtung des umlaufenden Weges anschaue und hier in die Richtung des umlaufenden Weges anschaue und hier und immer weiter, dann ist das insgesamt nichts anderes, als wenn ich den insgesamt durch diese Fläche laufenden Strom nehme und durch den entsprechenden Vorfaktor teile. Das ist also ein ganz hübsches Gesetz und damit kann man nun rein theoretisch im Prinzip ja verschiedene verschiedene magnetische Felder ausrechnen. Das Problem ist allerdings, dass natürlich in diesem Fall wir hier so etwas herausbekommen und deswegen finde ich dieses Gesetz eigentlich recht,
oder relativ unwichtig, wie das Integral, also das elektrische Feld in die Richtung des Weges und hier plus das elektrische Feld hier entlang in die Richtung des Weges plus das elektrische Feld in diese Richtung, in die Richtung des Weges, weil ja hier das Skalarprodukt aus elektrischem Feld insgesamt mal Weg steht. Ja, und das ist eigentlich natürlich, wenn ich so ein Integral bilde, ist das relativ nichtssagend. Was ist dann das Magnetfeld dann an irgendeiner Stelle? Wir kriegen eigentlich nur ein mittleres Magnetfeld über den gesamten Umlaufweg und das ist nichts anderes als der elektrische Strom. In so einem Beispiel würde das also das Integral recht nichtssagend sein. Es würde der Strom, der durch diese Fläche läuft, herauskommen. Das heißt, hier habe ich meinen Strom markiert in Rot. Der würde tatsächlich herauskommen, geteilt durch Epsilon 0 C Quadrat, aber es käme insgesamt nur entlang dieses Weges mein magnetisches Feld integriert heraus und das sagt uns natürlich erstmal so gar nichts. Diese Art von Integration ist daher also recht unnötig. Wir können sie nicht gebrauchen. Wir müssen eine andere Integration nehmen und dafür bildet sich natürlich erstmal der Kreis an. Wenn wir beispielsweise das Magnetfeld eines geradigen Leiters betrachten, das habe ich Ihnen hier mal dargestellt hier an der Stelle. Dann könnten wir natürlich um diesen Leiter herum einen Kreis legen. Und dann bekommen wir, wie eben gesagt, das Magnetfeld entlang des Kreises in Kreis in Umlaufrichtung heraus. Und wenn wir damit erstmal einen kleinen Kreis nehmen, dann würden wir also an der Stelle das mittlere Magnetfeld hier bekommen. Wenn wir einen großen Kreis nehmen, dann würden wir das mittlere Magnetfeld hier bekommen. Naja, und das können wir mal ausrechnen. Das heißt, das Magnetfeld entlang des Kreises um einen elektrischen Leiter herum ist nichts anderes, als wenn ich das jetzt integriere. Das ist die Kreislänge, das ist 2πr. Also steht hier B in einer Umlaufrichtung auf einem Kreis mal 2πr ist gleich der da durchfließende Strom durch Epsilon 0 C Quadrat. Wir kriegen heraus, also das Magnetfeld in Umlaufrichtung, aber nur in diese Richtung, ist nichts anderes als 1 durch Epsilon 0 C Quadrat oder das ist μ 0 mal geteilt durch 2πr mal der elektrische Strom. Das wäre das. Jetzt wissen wir aber eigentlich aus diesem Gesetz noch gar nicht, ob nicht unser Magnetfeld auch eine radiale Richtung hat. Das können wir aus diesem Gesetz, aus dem Durchflutungsgesetz, eigentlich nicht entscheiden. Es hat glücklicherweise keine radiale Richtung, deswegen wird es so gerne genommen, aber das Gesetz selbst sagt über diese radiale Richtung nichts aus. Ja, damit bekommen wir im Prinzip das Magnetfeld eines Leiters, das nimmt mit dem Abstand umgekehrt proportional zum Abstand ab, ist proportional zum elektrischen Strom, der da durchfließt, nimmt aber proportional zum Abstand ab. Nicht proportional zum Quadrat des Abstandes, sondern proportional zum Abstand. Aber das ist nur die Komponente, wie gesagt, die hier in Umlaufrichtung läuft. Eine andere berühmte Anwendung des Durchflutungsgesetzes ist das Magnetfeld im Inneren einer Spule und das ist relativ trickig. Das will ich Ihnen als nächstes zeigen. Wir nehmen nun folgende Fläche, nämlich die rote Fläche, die ich hier skizziert habe. Und die rote Fläche, die läuft, wenn man sich das hier anschaut, parallel zu den Magnetfeldlinien. Das heißt, hier können wir sagen, diese Länge der Spule, das ist nichts anderes als die Länge der Spule, beziehungsweise soll es sein, nehme ich hier an der Stelle. Und wenn wir das jetzt hier richtig schneiden, eigentlich wenn wir hier an der Stelle eine Fläche nehmen, die unsere Magnetlinien senkrecht schneidet und dann hier so lang geht, das geht aber fast gar nicht, senkrecht schneidet, dann wäre der Betrag des Integrales hier 0. Dann gehen wir ganz, 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 ganz weit entfernt ins Unendliche. Da ist das Magnetfeld der Spule ebenfalls 0, weil es sehr weit entfernt ist. Und gehen senkrecht geschnitten zu den Magnetfeldlinien hier wieder zurück. Das habe ich hier in der Zeichnung nicht angedeutet. Und würden dann hier quasi von hier irgendwie wieder reingehen. Sie sehen, das geht eigentlich gar nicht. Aber so überlegt man sich das immer. So, damit wäre das gesamte Umlaufintegral eigentlich nur diese Länge. Hier gehen wir senkrecht zu den Magnetfeldlinien oder nehmen das an, das heißt B mal S ist 0. Hier sind wir unendlich weit entfernt, da ist das Magnetfeld der Spule ebenfalls 0. Und hier kommen wir wieder senkrecht zu den Magnetfeldlinien in die Spule hinein, gehen also davon aus, dass das Skalarprodukt hier 0 ist. Dann bekommen wir nichts anderes heraus, als dass unser Magnetfeld hier in der Spule nichts anderes als die Länge der Spule mal der Strom, der hier fließt, der umschlossene Strom, und das ist Anzahl der Leiter oder Anzahl der Wicklungen der Spule mal der elektrische Strom, der durch die Spule fließt. Das ist so eine klassische Formulierung. Dann gibt es natürlich Künstler
oder viel Mathematik, kann man das auch etwas verbessern. Man kann hier schauen, dass man hier so etwas wie die Richtung der Magnetfeldlinien berücksichtigt und die Richtung unseres normalen Einheitsvektors. Kriegt man ganz komplizierte Formeln heraus, die im einfachsten Fall aber dann auch auf dieses Magnetfeld einer Spule im Inneren der Spule schließen lassen. Da können Sie in die Lehrbücher schauen und sich das anschauen. Im Prinzip ist allerdings diese Überlegung relativ tricky und damit bekommt man solche oder grundlegende Ideen über einfache Magnetfelder. In der Praxis ist das Durchflutungsgesetz allerdings nicht sonderlich relevant. Ich werde Ihnen nächstes Mal zeigen, wie man dann tatsächlich mit numerischen Modellen magnetostatische Felder berechnet. Da brauchen wir tatsächlich das Durchflutungsgesetz nicht. Es ist allerhöchstens eine nette akademische Übung, um Sie in der Auswertung solcher Integrale zu schulen.